Erster Mythos. Wenn man im Intro des Spiels die W-Taste nach vorne gedrückt hält, kann man sich bereits bewegen, bereits wo die Szene läuft. So, wir werden jetzt gleich von Catnap reingeworfen. Und wenn alles gut läuft, Leute, werden wir uns nach vorne teleportieren. Und wie sieht's aus? Und, oh, yo, yo, wir haben uns tatsächlich nach vorne teleportiert und sind down gegangen. Mythos ist auf jeden Fall wahr. Und diesen und insgesamt 25 Mythen werden wir heute in Poppy Playtime Chapter 3 testen. Kommen wir auf jeden Fall jetzt zum zweiten Mythos. Der nächste Mythos. Catnap wartet bei diesem Schacht auf euch. Wenn man sich hierhin teleportiert mit Catnap, dann die Freecam ausmacht. Leute, ich sehe ihn gerade. Er ist tatsächlich da in dem Schacht. Und was... Er ist einfach gedespawnt. Das ist normalerweise etwas, was man eigentlich im Spiel nicht sieht, weil man nicht so schnell hier diese ganzen Parcours machen kann. Aber der Mythos ist auf jeden Fall wahr. Nächster Mythos. Über dieser Seilbahn soll sich ein Radio befinden, wenn es fährt. So, Leute, ich kann hier einfach mit der Freecam rüberfliegen. Und hier haben wir auf jeden Fall die Seilbahn und gucken, ob da wirklich ein Radio drüber ist. Und, oh mein Gott, tatsächlich, Leute. Das ist auf jeden Fall wahr, Leute. Der Mythos stimmt. Hier ist ein Radio über diesem Seilzug. Wie cool. Nächster Mythos. Diese Kugel sieht ehrlich gesagt aus wie der Todesstern aus Star Wars. Und ja, ich habe hier mal ein kleines Vergleichsbild für euch. Und beurteilt mal selbst, ob das ganz ähnlich aussieht. Ich finde, dieser rote Strahl sieht aus wie diese Spitze. Also ich würde sagen, der Mythos ist wahr. Nächster Mythos. Wenn man in diesen roten Rauch hineingeht, dann kann man durchglitschen. Man muss sich dazu in diese Ecke stellen und dann soll man einfach rumspringen und dann kann man runterfallen. Okay, und ich springe durch, Leute, und jetzt sind wir in diesem roten Nebel drin und wir gucken, ob wir durchfallen und... Oh, yo! Lol. Es hat einfach funktioniert, Freunde. Wir sind durch die Map geglitscht. Der Mythos ist auf jeden Fall wahr. Und jetzt können wir auch einen weiteren Mythos abchecken. Und zwar gibt es hier nämlich ein dickes Secret, mit dem man fast das gesamte Spiel überspringen kann. Ich bin ehrlich gesagt sogar ziemlich glücklich, Leute, denn ich habe es geschafft, hier nämlich zu landen. Denn hier, seht ihr, ist eine Plattform und da kann man reingehen. Und wenn man hier reingeht, kann man fast alle Kapitel in Poppy Playtime Chapter 3 überspringen. Von Home Sweet Home bis hin zu den meisten Kapiteln. Und ja, Leute, in diesem Bereich kann man tatsächlich rumgehen und dadurch die meisten Level skippen. So, ich probiere es mal. Ich bringe mich mal hier rüber. Und ja, so wie es aussieht, tatsächlich, Leute, man kann hier einfach in diesem Bereich ganz entspannt rumlaufen. Und der Mythos ist eben die Wahr, Leute. So kann man Poppy Playtime die meisten Level einfach skippen. Und das ohne Mods einfach so, weil ich lande, ich bin einfach da drauf gelandet und es hat sogar funktioniert. Für Speedrunner eine sehr gute Technik, mit dem du das Spiel 15 Minuten durchspielen kannst und direkt zum Bossfight kannst. Oh nein, ich muss den ganzen Teil jetzt nochmal von neu machen. Bro, das ist ungelogen das dritte Mal, dass ich jetzt hier durchfahren muss und mir diese Sprechanlage anhören muss. Aber ja, Leute, auf geht's zum nächsten Mythos. In dem Gasproduktionszentrum kann man sich einfach mit einem Kanister nach oben zum Bossfight schweben. Ganz genau, Leute. Wir testen das mal aus. Und zwar haben wir hier in dieser Ecke, das ist ja der Aufzug, der zum Bosskampf führt. Wenn man sich einfach einen dieser Kanister nimmt und dann sich hier in der Ecke stellt, dann soll man auf diesen Kanister drauf. Und ich probiere das mal, Leute. Das ist jetzt ein bisschen tricky, sage ich euch ganz ehrlich. Wow, wow, wow. Funktioniert das? Ich probiere es. Und... Es wobbelt ein bisschen. Wow, 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 wow. Yo, es funktioniert. Leute, ich bin kurz in der Luft gewesen. Oh mein Gott, yo. Okay, Leute, also mit ein bisschen Mühe funktioniert das. Wow, okay, man kann sich nach oben machen. Aber ihr seht, es ist ein bisschen schwierig. Also, wenn ihr das Spiel spielt, probiert es mal aus. Und wenn ihr ganz nach oben kommt, könnt ihr den Aufzug skippen und zum Bossfight gehen. Der Mythos ist wahr. Okay, Leute, das ist bei mir im letzten Video ein bisschen zu kurz gekommen, der Part. Aber dieser Pappaufsteller von Catnap ist super gruselig. Denn wenn ihr den zu oft drückt, kommen da sehr komische Geräusche. Also, wir drücken jetzt das erste Mal und hören mal rein. Okay. Das hört sich so ein bisschen an wie Darth Vader. Okay, wir drücken jetzt das zweite Mal. Okay. Oh, oh. Oh, okay, Bro. Das klingt ein bisschen, als würde der schnarchen oder so. Und jetzt drücken wir noch das dritte Mal und schauen mal, was passiert. Okay. Ist ein bisschen genervt, oder? Okay. Ja. Wow. Wow. Oh. 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 Okay. Was, wenn ich nochmal drauf drücke?
Okay, dann macht er wieder das nochmal. Mythos ist wahr, Leute. Drückt nicht diesen Catnap-Aufsteller. Wer weiß, ob er vielleicht hinter euch danach steht. Catnap? Nein, nein. Ich habe keinen Bock. Nächster Mythos. In den Gebäuden ist etwas ganz Krasses versteckt. Und zwar gibt es in jedem Gebäude Geheimnisse zu entdecken. Wir stellen uns jetzt einfach mal, Leute, zum Beispiel vor das Gebäude vom Playhouse, weil das ist einer der wenigen Orte, wo man nicht hineingeht. Ich will herausfinden, was befindet sich hinter dieser Tür. Und deswegen, Leute, öffnen wir natürlich das Menü wieder. Und wir checken das jetzt mal im Freecam-Modus aus, ob da wirklich etwas versteckt ist. Und, wow. So wie es aussieht, Leute, es ist komplett leer. Wahrscheinlich ist es ein gelöschtes Level. Wir checken mal noch einen anderen Ort aus. Da hätten wir zum Beispiel auch Home Sweet Home. Und wir gucken mal, Leute, was da drin sich befindet. Und yo, wait, wir haben etwas. Ah, aber Moment. Das ist, glaube ich, die Ladezone, wenn man dort reingeht. Also kein Geheimnis, Leute, was man hier erkunden kann. Einfach nur eine normale Tür. Mythos ist falsch. In Home Sweet Home ist man in diesem unendlichen Bereich, Leute, wo die Räume sich die ganze Zeit wiederholen, wie in dem Spiel PT. Aber hier wird man Catnaps lautes Klopfen hören und wenn wir dann durch die Tür schauen, soll sich Catnap da angeblich befinden. Wir schauen rein und wir laufen erstmal hier ein bisschen quer rum, Leute, denn gleich kommt das laute Klopfen. Ich weiß nicht, wann das kommt, aber es wird irgendwo... Okay, alles klar. Es kommt gleich. Es kommt gleich. Ich habe seinen Schatten gesehen. Da war gerade eben Catnap, Leute. Hallo? Oh, Leute, das Klopfen wird mich gleich so jumpscaren. Ich weiß es jetzt. Okay, ich höre das Telefon. Es müsste jetzt kommen, oder? Kommt es jetzt? Hallo? Ist das komisch. Wo ist denn das Telefon? Ah, okay. Ah! Leute, ich habe mich schon wieder erschrocken vor Catnap, Alter. Jetzt müsste es kommen, Leute. Achtung. Oh, okay. Okay. Und jetzt checken wir das Ganze mal ab, Leute. So, wir gehen jetzt in Freecam und checken mal hier ab, ob hier was ist. Und man sieht, hier ist, glaube ich... Wow, Alter, man kann das gesamte Level sehen. Und oh mein Gott, seht ihr? Das sind sogar... Das sind die ganzen Wände. Und ich glaube, mit dieser Technik haben die die Sachen teleportieren lassen. Ich glaube, auf diese Art und Weise hat man diesen Effekt gemacht, warum man hier im unendlichen Limbo rumläuft. Das ist echt cool gemacht. Aber ja, Leute, Catnap haben wir leider nicht gesehen. Der Mythos ist falsch. Oh, Bruder, was geht ab, Catnap? Alles fresh bei... Nein, lauf doch nicht weg, Mann! Nächster Mythos. Es gibt diesen einen Raum mit der Schrift ganz hinten. Da kommt man normalerweise im Spiel gar nicht rein. So, wir probieren jetzt allerdings nach hinten durchzugehen. Und wir sehen, hier steht der Text... Die Schuld verfolgt dich. Dann hat man hier einen PC. Es müsste hier irgendwo einen Secret geben. Vielleicht gibt es hier irgendwas zum Lesen. Nee, hier sind die Texturen relativ unscharf. Ey, ich finde das voll cool, dass diese Mausklicks einfach diese Farbe von Huggy Wuggys Pfote hat. Also das ist ja echt cool. Hey, aber ansonsten ist es jetzt ziemlich dunkel und hier gibt es nichts Interessantes zu sehen. Nee, also ein richtiges Secret haben wir in diesem Raum nicht. Mit das falsch. Die große Frage, die sich alle stellen, ist, kann man Huggy.exe entkommen? Der Albtraum-Version von Huggy Wuggy, die einfach aus diesem Fernseher gleich rauskommen wird. Und ja, wir werden das mal austesten, Leute. Denn, wenn ich die Kassette reinschiebe, wird diese Tür sich schließen. Ihr seht, die ist schon ein bisschen komisch geformt, als würde sie sich so aufbiegen. So, dann nehmen wir die Kassette, Leute, schieben die einfach mal dort jetzt rein. Und ihr seht, die Tür schließt sich. Wir können allerdings jetzt Folgendes machen, Leute. Und zwar, Achtung, ich kann jetzt einfach Target auswählen und zack, Zellentür ist geschlossen. Und wir können einfach so rauslaufen, Leute. Einfach so, ich rauf jetzt raus. Und wir warten jetzt, bis Huggy rauskommt. Und dann nehmen wir uns schon mal einen Vorsprung. Oh Gott, jetzt kommt es, Leute. Da ist das Gesicht von Huggy.exe. Hey, und hey, die Kamera will mich automatisch dahin bringen. Nein, 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 nein. Ich bleib jetzt hier. Und jetzt kommt er, Leute. Da ist er, Leute. Und wir laufen nach hinten. Wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen, 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 laufen. Oh mein Gott, Alter. Da ist er, Leute. Komm, 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 Bro, Bro, Bro. Wir sind gleich am Ende. Wir sind gleich am Ende. Oh mein Gott, ist er schnell. Oh mein Gott. Ich bin gleich am Ende. Ich habe die Wand erreicht. Nein. Ich hab's geschafft, aber es gibt kein Entkommen, Leute. Man kann ihn nicht. Man kann ihn nicht entkommen. Da war gar kein Ausgang.
Der Mythos ist falsch, aber cool, dass man die Tür löschen kann und einen Vorsprung rausholt. Nächster Mythos. Man kann von dem Formel-1-Fahrzeug, das ihr hier seht, überfahren werden. Wir müssen dazu Folgendes tun. Und zwar springen wir auf das Auto drauf, nehmen den Haken und dann stellen wir uns dahinter auf, Leute. Und Achtung, 3, 2, 1, lasst alle ein Like da und jabadabadu. Okay, wir sind irgendwie da drüber gesprungen, aber überfahren wurden wir nicht. Naja, Mythos ist falsch. Nächster Mythos. Kissy Missy hat ein Bild von einem Mädchen in der Hand. Wir wissen, dass Kissy Missy hier in diesem Raum ist, Leute. Und man kann nicht an diese rangehen wegen den ganzen Kartons. Aber ihr wisst natürlich Bescheid. Ich kann trotzdem mit dem Menü hier meine Kamera bewegen. Und wir gucken uns an, was hat Kissy Missy in Wirklichkeit in der Hand. So, dann gehen wir mal in die Nähe, Leute. Und schauen uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Wir sehen, Leute, sie hat tatsächlich ein Bild von einem Mädchen und die guckt irgendwie so, die guckt irgendwie ziemlich traurig. Und Kissy scheint irgendwie dieses Mädchen zu vermissen. By the way, das Foto habe ich, glaube ich, erkannt. Ich habe das Foto schon gesehen bei der Stelle, wo wir das erste Mal Catnap gesehen haben. Ah, das Foto scheint wohl mehrmals zu existieren. Naja, man kann mit Kissy Missy hier nicht viel machen. Sie macht einen auch irgendwie gar nichts. Hier haben wir ein schönes Foto, Leute. Friends forever. Das ist ziemlich süß. Nächster Mythos, weil der Mythos ist auf jeden Fall wahr. Nächster Mythos. Nach dem Kapitel von Home Sweet Home, wenn ihr das erste Mal auf Kissy Missy und Poppy zusammentrifft, machen sie komische Sachen, wenn sie abhauen. Wir werden das Ganze mal verfolgen. Und deswegen, Achtung. So, okay. Wir sehen sie, Leute. Und Achtung, jetzt verfolgen wir sie und gucken mal, was die da oben eigentlich treiben. Weil die lässt uns jetzt ganz alleine. Und wir schauen mal in der Freecam, wie das aussieht. Okay. Mein Spiel ist einfach gecrashed. Okay, Leute, zweiter Versuch. Wir warten jetzt eben kurz, bis Olli mich anruft, weil ich glaube, da, deswegen ist das Spiel gecrashed. Ah ja, und ich sehe, ihr geht da jetzt nach oben und Olli ruft mich jetzt an. Und wir gucken mal, was sie da oben machen und... Hä? Die sind einfach verschwunden, Leute. Wie ist das möglich? Da ist sie. Oh mein Gott. Da ist Kissy Missy, die winkt mir zu. Okay, das wusste ich gar nicht. Wie cool ist das denn? Leute, das ist ehrlich gesagt ziemlich cool. Wusstet ihr das? Okay, sie ist dann einfach in der unendlichen Void verschwunden. Kissy Missy hat von oben euch einfach zugewinkt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber, ja, der Mythos ist halb wahr, halb nein. Aber ich würde sagen... Mythos ist wahr. Kommen wir zum Mythos Nummer 16. Meinem absoluten Lieblingslevel, was mich gar nicht traumatisiert hat. Und zwar das Level mit Miss Delight, mit der Lehrerin. Nämlich werden wir jetzt abchecken, ob wir die Möglichkeit haben, sie von hinten anzuschauen. Weil normalerweise musst du ja sie immer anschauen und sie guckt immer in eure Richtung. Kann man den Freecam-Modus allerdings dafür benutzen, um sie vielleicht anzuschauen? Naja, wir werden es mal prüfen, Leute. So, und Strom ist an, Leute. Und mein absolutes Hasslevel geht los mit Miss Delight. Oh, oh Gott, Alter. Und jetzt probieren wir Folgendes. So, wir gucken mal, ob sie sich nur bewegt, wenn ich sie nicht anschaue. Aber so wie es aussieht, Leute, kann man im Freecam-Modus sie tatsächlich... Oh, sie beobachtet mich, aber man kann sie von hinten sehen. Und ja, sie macht einem gar nichts. Weil... Okay, hör auf bitte mit dieser Lache, die ist gruselig. Der Mythos ist auf jeden Fall wahr. Bonus-Mythos an der Stelle. Ich probiere mal vielleicht Mrs. Delight einfach zu löschen. Ich glaube... Ich habe sie einfach gelöscht. Oh mein Gott. Kann ich das Level jetzt ohne Probleme schaffen? Moment. Leute, ich glaube, ich habe was Krasses geschafft. Ich habe Mr. Light gelöscht. Ich habe dieses Level mir jetzt so vereinfacht. Ein Like dafür, Leute, wenn ihr auch die Lehrerin hasst. Und wenn ihr jetzt ein Abo da lasst, habt ihr nächste Woche in der Schule eventuell eine Freistunde. Probiert's mal aus. Testet's aus. Abo da lassen und ein Like da lassen. Oh mein Gott, wie cool. Ich habe die Lehrerin gelöscht. Ich komme hier einfach durch, Freunde. Das war wirklich das Schlimmste von allen Leveln, die es gab. Oh, und jetzt kann ich mich endlich hier in Ruhe umschauen. Es sei denn, sie jumpscared mich. Kommen wir jetzt zum 17. Mythos. Catnap betet den sogenannten Schrein im Underground an. Wir sind in einem ziemlich großen Rätselbereich. Aber wenn man das alles geschafft hat, kommt man in einen sehr heftigen Bereich. So, nachdem man dieses Rätsel schafft, kommt man in diesen Bereich. Und dann seht ihr Folgendes. Da ist eine Kreatur. Dann sieht man, Leute, dass Catnap dieses Teil anbetet.
Und das ist auf jeden Fall ein ziemlich krasses Secret. Und der Mythos ist wahr. Nächster Mythos. Dieser Schrein besteht aus allen Poppy Playtime Charakteren, deren wir schon mal begegnet sind. Das heißt Huggy Wuggy, PJ Puckapiller und vieles mehr. Und das gucken wir uns an. Und hier ist auf jeden Fall PJ Puckapiller, Leute. Da ist Huggy Wuggy aus Poppy Playtime Chapter 1. Hier sehen wir sogar, oh mein Gott, das ist die Hand von Mami Longlegs, wie sie in diesem, ja, in diesen Zahnriemen festgesteckt hat, wo wir sie erledigt haben. Und das ist hier, Leute, glaube ich, das, was der Prototyp versucht zu bauen. Hier unten haben wir die ganzen Smiling Critters. Und so Bunny ist sogar hier. Ah ja, und da ist auf jeden Fall auch noch das Gesicht, der Kopf von Mami Longlegs. Und das ist ziemlich krass. Hier haben wir nämlich diesen sogenannten Dinosaurier Bronn. Also alle Kreaturen, die wir schon mal gesehen haben. Nur Bronn haben wir fast nie entdeckt. Der Mythos ist aber auf jeden Fall wahr. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Mythos. Und zwar Bronn ist ein Charakter in Poppy Playtime Chapter 4. Was soll ich sagen, Leute? Ich denke, das ist auf jeden Fall wahr. Und jetzt sage ich euch warum. Ihr seht ja, dass das Ganze von den Prototypen gebaut ist. Dieser komische Schrein, der hier ist. Vor über einem Jahr haben die Entwickler auf YouTube ein Video veröffentlicht, wo es um Bronn geht, und der hat eine richtig krasse Rolle gespielt. Hier können wir eines dieser Videos sehen, Leute, und man erkennt die Augen, die bewegen sich. Das liegt nämlich daran, dass Bronn die Seele eines Menschen drin hat. Hier kann man eine VHS-Kassette sehen, wo Bronn seinen Kopf bewegt und es ihm irgendwie nicht gut geht. Er fühlt sich nicht wohl mit dem Fakt, dass er in einem Körper ist. Und hier sehen wir die anderen Kreaturen. Und ja, Leute, Bronn wird definitiv in Chapter 4, glaube ich, verfügbar sein. Der Mythos ist, glaube ich, wahr. Jetzt kommen wir zu einem der krassesten Mythen in Poppy Playtime Chapter 3. Es soll ein geheimes Beta-Level existieren. Und wir befinden uns nämlich vor der Dog Day Verfolgungsjagd. Hier auf der linken Seite seht ihr nämlich, dass da irgendwie ein bisschen was verschmiert ist. Und diese Wand ist irgendwie ziemlich auffällig leer. Verglichen mit der Wand, wo immer eine Tür zu sehen ist, sieht man hier natürlich auch so ein bisschen was von diesen Rutschen. Und dahinter soll angeblich das komplett geheime Level stattfinden. Wir gehen dazu jetzt, Leute, einfach in den Freecam-Modus. Und da drinne könnt ihr das hier erkennen, Leute. Es ist das gesamte Entenlevel mit diesem Boot. Und hier sind so Stangen. Und ihr seht, dass das Ganze richtig in so eine Art Mini-Safari losgeht. So eine kleine Bootstour. Und man erkennt sogar den Eingang in diesen Raum über einen Türschacht. Auf der anderen Seite sieht man das nicht, aber von dort erkennt man und vor allem sieht, dass da eine Tür ist. Und man sieht hier sogar einen Schalter, den man umdrehen kann. Leider kann man in diesem Bereich nicht spawnen. Das heißt, es handelt sich wirklich um ein Beta-Level und man sieht halt, was der Weg ist. I am still waiting steht hier. Das Ganze geht halt hier und da so weiter und irgendwo geht es dort hinten dann in das richtige Level hinein. Und es hört dann hier auf. Es ist also ein komplett unbenutztes Level, Leute, von den Entwicklern. Und ja, man fragt sich jetzt, woran liegt das? Und ich zeige euch noch was anderes Interessantes, denn dieses Entenboot-Level kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, das habe ich irgendwo gesehen und das könnt ihr auch abchecken, und zwar an dieser Stelle. Wir befinden uns nämlich gerade, Leute, in der normalen Hub-World und hier seht ihr die gleiche Ente, die wir gerade gesehen haben, und hier ist das Wasser und dieses Level kommt im Spiel gar nicht vor. Also man hat hier quasi ein gesamtes Level, einen gesamten Bereich, der gar nicht im Spiel vorkommt, aber man direkt sehen kann, und ich mich immer gefragt habe, warte mal, wir waren in dieser Welt, aber in Poppy Playtime Chapter 3 haben wir dieses Level gar nicht gespielt. Und jetzt wisst ihr warum, Leute. Wahrscheinlich wegen Zeitdruck. Der Mythos ist auf jeden Fall wahr. Kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Mythos. Und wir befinden uns gerade direkt in der Verfolgungsjagd mit Dog Day, Leute. Und jetzt habe ich ein dickes Problem. Wir müssen jetzt auf jeden Fall weglaufen, Leute. Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Und jetzt springen wir hier rüber, Leute. Bam. Und oh. Let's go. Moment, ich will noch nicht runter. Ich will noch nicht runter. Moment. Leute, wir müssen nämlich eine Sache abchecken. Und zwar, es gibt angeblich eine geheime Röhre, wo eine Kopie von Dog Day sich befindet. So, dazu gehen wir natürlich, Leute, wieder in den Freecam-Modus. Und jetzt gehen wir einfach mal hier durch. Ich weiß nämlich nicht, ob ich gejumpscared werde, aber ich rede nämlich von dieser Röhre. Und hier könnt ihr sehen, Leute, da ist halt tatsächlich eine Kopie von Dog Day. Und es handelt sich hier um einen kleinen Glitch, denn bei meinem ersten Versuch bin ich hier reingelaufen und habe gesehen, yo, ich kann ja einfach durch die Map gucken, Leute, seht ihr? Also einfach durch die Map gucken. Hier ist dann diese Rutsche. Und ja, das ist schon ziemlich weird. Und da ist auf jeden Fall dieser flauschige Dog Day. Und er tut einem nichts, Leute. Es ist nur der da hinten ist, der einem was tut. Aber der Mythos ist wahr. Wir checken allerdings nochmal kurz ab, Leute. Denn es gibt noch eine zweite Röhre,
Oh, und da ist noch einer von denen. Aber der jumpscared einen, wenn man da hingeht. Ich glaube, in jeder Röhre befindet sich... Moment, da nicht. Und in dieser Röhre? Okay, in der Röhre befindet sich einer. Oh, und sieh mal einer an, Leute. Da ist sogar der originale Dog Day. Der, ja, falls ihr euch fragt, was passiert, wenn man das Tor schließt... Ja, dem Bruder geht's ganz gut. Hat halt irgendwie nur keine Beine und... Naja, er chillt sein Leben. Der Mythos ist aber auf jeden Fall wahr. Okay, auf geht's, die Rutsche runterrutschen. Hui! Oh, Leute, da haben wir auf jeden Fall nochmal Bonzo Bunny. Und ja, Catnap kommt von der Seite und greift an. Und es geht nämlich im nächsten Mythos um die sogenannte Vision, wenn Catnap uns jumpscared. Okay, Achtung! Jetzt wird er mich gleich jumpscaren, Leute. So, jetzt sind wir, Leute, in dem Raum, wo Catnap uns jumpscared. Und hier wird er uns erschrecken. Hallo? Ist er hier? Hallo? Ich glaube, der war hier, Leute. Achtung, wir nehmen die Batterie und jetzt... Achtung! Und... Oh! Okay. Und der nächste Mythos dreht sich darum, dass wir jetzt in den Visionen sind. Der Mythos ist, kann man sich in den Visionen bewegen? Das erfahren wir jetzt. So, ich versuche jetzt einfach mal den Freecam-Modus zu aktivieren. Wir gucken, ob es funktioniert. Nein! Ich kann mich nicht bewegen! Ich kann im Freecam-Modus mich nicht bewegen! Oh, das ist blöd. Ich kann mich zwar umgucken, aber bewegen kann ich mich in der Vision leider nicht, Leute. Der Mythos ist leider falsch. Nächster Mythos. Beim Bossfight gegen Catnap, kurz bevor der startet, seht ihr ja diese Luke. In dieser Luke wartet Catnap auf uns. Das sagt der Mythos. Und das prüfen wir jetzt einfach mal, Leute. Deswegen gehen wir mal wieder in den altbekannten Freecam-Modus rein. So, und schauen wir doch mal, ob wir dort hinten Catnap sehen. Und, nein. Aber, Moment, irgendwas... Wait, er ist tatsächlich da. Da ist Catnap, Leute. Oh, und... Moment, seht ihr das? Hier sind Teile von dem elektrischen Handschuh, den wir ganz zum Schluss vom Fight haben... Und das ist ja krass, Leute. Es ist tatsächlich ein Catnap hier. Und hier ist so eine Würfelbox. Ey, das ist krass, was für Secrets man hier alles entdecken kann. Also Catnap wartet nicht direkt auf uns, aber er ist da. Er ist auf jeden Fall da. Deswegen, Mythos ist aber leider trotzdem falsch. Beim Bossfight gegen Catnap, Leute, gibt es etwas ziemlich Krasses. Und zwar kann man es richtig failen, wenn ihr nämlich am Ende diesen Handschuh nehmt und dann nicht drückt. Könnt ihr gejumpscared werden und ihr müsst das ganze Spiel von neu machen. Und ja, Leute, der Mythos ist definitiv wahr. Und nun kommen wir auf jeden Fall, Leute, zum letzten Mythos. Und zwar, was passiert mit Kissy Missy? Kann man sie noch retten? Wir werden das erfahren, Leute. Das ist auf jeden Fall der letzte Mythos. Wenn wir nämlich in diesen Aufzug runtergehen, dann kommt auf jeden Fall Kissy Missy, um uns zu helfen, damit der Schalter umgelegt wird. Aber Leute, es passiert was ziemlich Gruseliges. So, Kissy, aktivier den Schalter und wir werden testen, was passiert in Wirklichkeit mit ihr? Kann man sie retten? Wir werden das sehen. Jetzt schauen wir vorbei. Okay, Aufzug ist aktiviert und jetzt schauen wir mal nach. Ja, wir gehen runter. Aber ihr seht, okay, Kissy Missy steht da einfach. Es sieht auf jeden Fall so aus, als würde hier nichts passieren. Das heißt, der Mythos ist leider falsch. Es gibt allerdings ein Konzept und das ist auch ziemlich wahrscheinlich, was mit Kissy Missy am Ende passiert ist. Und dieses Video schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Hier könnt ihr nämlich sehen, dass man sich ungefähr das vorstellen kann, dass der Prototyp Kissy Missy zu sich genommen hat. Und das ist auf jeden Fall ziemlich wahrscheinlich. Aber ja, Leute, das waren auf jeden Fall 25 Mythen zu Poppy Playtime Chapter 3. Gibt es noch ein paar Geheimnisse, die ihr vielleicht wissen wollt? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht kann ich euch auch in den Kommentaren beantworten. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr gehypt seid auf Chapter 4. Ich hoffe, dass es noch dieses Jahr kommt. Wir werden es erfahren. Lasst ein Like da und ein Abo. Wir sehen uns. Haut rein. IDs raus und ciao.